So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich möchte euch gleich mal hier den Spielebildschirm zeigen. Da seht ihr nämlich hier hinten, 6 Minuten lang ist da noch ein Demeteros in der Tiergeistform. Und ich kann euch beweisen, dass wir zaubern können, denn hier geht in 6 Minuten ein 5er-Raid auf und das wird keine Tiergeistform, ja? Wie das funktioniert, das wisst ihr eigentlich wahrscheinlich selber. Wir haben auf jeden Fall wieder unsere Handys hier vorbereitet. Das sieht dann so aus. Hier Ablage, alles am Start. 5 Handys, 6 Handys, das hier, dass wir den mitnehmen. Wir laden wieder natürlich 10 Leute ein. Die 10 ersten, die sich eingetragen haben. Wir wollen mal kurz nachschauen im Community-Tab auf YouTube, wer sich überhaupt eingetragen hat. Das ist hier, ich habe extra diesmal sogar ein Bild mit hingepostet, weil einer gestern gefragt hat, ob ich auch Koordinaten oder so posten kann, damit der vielleicht mitmachen kann. 35 Kommentare. Die Leute wissen, bei 10 ist voll, aber sie tragen sich immer weiter ein, immer weiter. Und die ersten 10, die sich eingetragen haben, waren Landei 69, Babyei 69, Osterei 69, Spiegelei 73. Einfach mal mit 4 Leuten in einem Raid dabei. Warum nicht? Kulidita hat sich noch eingetragen, das heißt, die 5 sind voll bei dem einen Account und auf dem anderen Account habt ihr Eiverscharf 1, eigentlich Ella Kaxel 11, der hat aber seinen falschen Trainercode geschickt. Ich frage mich immer wieder, wie das funktioniert. Merkt ihr euch den auswendig? Schreibt den überall hin? Und merkt ihn euch falsch, sodass er jedes Mal falsch irgendwo steht. Also ich kenne meinen nicht auswendig, habe ich mir abgewöhnt, den auswendig irgendwie. Ich gehe rein, gehe auf Kopieren, trage den ein, dann stimmt er auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich hier der Fall gewesen, deswegen habe ich weiter geedit. Tut mir also leid für Lennart. Trotzdem ist dann hier der Lightning Vera ist dabei. Ist bestimmt eine Die. Lightning Vera ist dabei. Kuli, Muli, Chevy Art und eigentlich Vaga stinkt. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier oben angekommen bin, haben auch schon alle angenommen. Außer Vaga stinkt, aber der hat ja noch ein paar Minuten Zeit. So, die werden alle eingeladen. Dann warten wir noch kurz ab, die 3 Minuten, bis der aufgeht, werden hier was fangen. Da sitzen 2 Nidoran und ein Flurmel. Damit ein Nidoran sich nicht benachteiligt vorkommt, fangen wir natürlich das Flurmel, melden uns gleich zurück im Raid und lassen uns überraschen, was es ist. Boreos, Demeteros oder Voldolos auf der Wolke in der Inkarnationsform und natürlich wieder als Shiny verfügbar. So, wir gehen mal auf den Raid rauf. Der müsste jetzt auch direkt aufgehen. Theoretisch könnten wir auch einfach mal ein Pokémon hier reinsetzen. Ein dickes, fettes Letterking, das brauchen wir eh nicht. Und es ist ein Voltolos. Es ist ein Voltolos. Hey, das ist genau das, was ich wollte. Ihr wolltet natürlich Demeteros. Jetzt stecke ich in der Zwickmühle, denn ich glaube, wenn ich öffentlich reingehe, gehen auch gleichzeitig wieder 1000 andere öffentlich rein. Der Manowar wohnt hier in der Nähe und immer wenn ich in der Nähe hier was mache, ist der Manowar auch drin, zusammen mit ein paar anderen Kollegas, aber wir probieren es einfach mal, wenn wir öffentlich reingehen. Das heißt, ich drücke jetzt hier überall drauf und bei den iPhones muss ich natürlich wieder einladen, die 10 Leute, die wir genannt haben. Ich drücke also hier auf Einladung, hier auf Einladung. Wir machen wieder überall, geben wir den Punkt ein, die habe ich mir markiert, haben Chevy, Lightning, Vaga, Kuli, Eiver, Schaf, Baby, Land, Oster, Spiegel, Kurli. Solange es 6 Leute sind, sieht das gut aus. Und wenn es mehr wird, und es mehr wird durch die ich eingeladen habe, ist das natürlich eine gute Sache, eine feine Sache. Am Ende müssten wir also bei 12 Mann rauskommen. Quatsch, bei 16 Mann. So, da steht 7, 8. Ich hoffe, das sind jetzt unsere, die Stück für Stück reinkommen. Ja, Kulidita sehe ich da, Chevy Art sehe ich da. Was nimmt man jetzt wieder für Konda? Ich sehe hier überall ist Terrakium ausgewählt. Da sind Terrakium drauf oder Ramaidon. Hier ist Despo da, sicherlich wegen Katapult, Steinkante. Hier auch eine ganze Terrakium-Armee, sogar mit Shiny. Und beim Großen, den ihr seht, nur Despo da und alle, steht auch dran, Stein. Also Despo da mit Katapult, Steinkante. Wenn ihr ein Despo da habt mit Biss, Knirscher,
macht's weg. Macht Katapult, Steinkante, nutzt man einfach viel, viel öfter. Oder am besten sage ich immer eine 6er Armee Despo da mit Katapult, Steinkante, eine 6er Armee mit Biss, Knirscher. Da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. 17 Leute, da ist einer mehr drin. Ist das der Kollege, der gestern gesagt hat, er will die Koordinaten, dass er mitmachen kann? Vager stinkt ist auf jeden Fall auch drin. Ramses ist drin. Das ist aber sehr schön, dass ich auch mitmachen darf. So, Mr. Konstantius. Ist das der? Ist das der nicht? Ich habe keine Ahnung. Osterei, Spiegelei, Kulimuli, Baby. Falls einer jetzt fehlt. Ne, fehlt ja nicht. Wir sind ja 17. Müsste also genau aufgehen. Ich dachte eher, das ist der Ruk. Ruki? Ruxen? Heißt Ruxen nicht Ruxen? Heißt Ruxen Mr. Konstantius oder so im Spiel? Das könnte sein. Dann ist das der, der gestern mitmachen wollte, wenn er weiß, an welcher Arena. Er wird es sicherlich in die Kommentare schreiben. So, wir hauen jetzt hier das Voldolos kurz mal weg. Ihr seht Gesteinsattacken natürlich sehr effektiv. Ihr könnt aber auch Eis nehmen. Ich habe sonst, glaube ich, immer die Mammutl-Armee genommen. Wundert mich eh. Mit Despot habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Geist angegriffen. Also keine Wolke. Ich habe immer Mammutl genommen oder Mammutel. Ich habe keine Ahnung. Mammutl? Mammutel? Schreibt mal rein, wie man das ausspricht. Und dann lese ich es trotzdem zweimal falsch vor, weil man sieht ja nicht anhand der Schreibweise, wie man es spricht, sonst hätte ich es ja jetzt schon. Außerdem hänge ich hier da wie so eine Prostituierte in dem Auto und strecke meinen Po raus. Aber egal, wir drücken mal fix hier durch, wer der Höchste ist. 18,55. 18,63. 18,84. 18,53, das ist sogar ein Shiny. Stimmt, das kann ja, wie gesagt, kann ja Shiny sein. Jetzt drücken wir hier kurz noch drauf. Da haben wir ein 18,45, also das Beste ist 18,84. Trotzdem ist hier auf dem ein Shiny drauf. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, weil es so dunkel ist. Ich nehme euch aber mal mit zum Fangen, damit ich mich nicht weiter so da rumhängen muss. Stell euch mal dahin. Wir drücken mal drauf. Ist es ein Shiny? Es ist kein Shiny. 18,69, gut, ist nicht das Beste, kann also schon mal kein 100er sein. Wir werden das aber jetzt hier versuchen noch zu fangen. Mit Fangtrick, ohne Fangtrick. Wir probieren es mal ohne. Ihr seht, das klappt auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr durch dieses ständige Hin- und Her-Gefliege. Ramses, schneid doch deine Videos. Komm, wir machen einfach, wir stellen den Kreis ein, wir probieren das jetzt mit Fangtrick mal kurz. Der dürfte eigentlich ausreichen für einfach fabelhaft. Er müsste nur irgendwann mal zurückkommen. Denn das ist das, was mich so nervt. Zum Glück sind die nur ein paar Tage drin. Also theoretisch eine Woche, glaube ich. Wenn der Wechsel am Dienstag ist, heute ist Dienstag, ist das exakt eine Woche. Das heißt, sie kriegen auch eine Raid-Stunde. Wir werden in der Raid-Mania auch die drei Geister beschwören. Und da ist es diesmal ganz besonders, denn ihr könnt ja nicht direkt bestimmen, für was ihr einladet. Je nachdem, wenn bei euch in der Nähe was aufgeht, ladet ihr sicherlich dafür ein. Ich werde trotzdem, wie schon angekündigt, versuchen, hauptsächlich Voldolos anzunehmen in der Raid Mania. Ich sag's nochmal dazu. Nicht, dass es dann heißt, keiner hat das gewusst. Ich habe das jetzt die letzten Tage wirklich in jedem Stream dazu gesagt. Vielleicht soll ich es extra nochmal posten auf die Seite, dass ich explizit Voldolos annehme. Oh, der dauert mir einfach zu lang. Das ist klar. Der sitzt die ganze Zeit ohne anzugreifen. Und dann, sobald du versuchst, den Ball zu drehen, dann hau das schnell ab. Nach dem Motto, ach, der Ball dreht sich nicht. Da bin ich ja in Sicherheit. Da passiert mir ja nichts. Oh, der will doch fangen. Schnell weg. Deswegen, keine Ahnung. Bei Kyogre war das schon nervig. Groudon war einfach heftig der Boss und der macht jetzt auch einen auf Kyogre, obwohl er gar nicht so aussieht, nur weil er blau ist. Ja, ich weiß, man kann auch nach links werfen, man muss halt nur mit der anderen Hand schießen, aber ich werfe lieber, wenn er in der Mitte ist oder wenn er rechts ist, diese Umgewöhnung. Bis ich dann die Hand gewechselt habe und nach drüben geworfen habe, ist er sowieso von drüben schon wieder rüber gerutscht und dann bringt mir das auch im Prinzip nichts. Es gibt nochmal 3 XL-Bonbons, wir haben aber schon 358. 296 brauchst du.
358 hast du, ist also viel zu viel. Kloster Vesrath Thüringen, okay, Voldolos. Wir können auch ganz kurz nochmal reingucken bei Voldolos. Wie viel nämlich das Größe Voldolos hat. Nein, nicht das Tiergeist, das hier. Und das müsste, glaube ich, sogar wirklich unser Shiny sein, das Shiny Lucky hat. Ach gut, das ist auch schlecht. 93 oder irgendwas, was das sein soll. Na egal, auf jeden Fall seht ihr, Shiny haben wir auch am Start. Das ist alles. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mal rein, was ihr bekommen habt. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr heute ein Voldolos gemacht? Wart ihr hier dabei? Habt ihr was anderes gemacht? Macht ihr Boreos? Macht ihr Demeteros? Was fehlt euch noch? Immer wieder die gleichen Fragen. Schreibt's rein. Wir sehen uns heute Abend im Stream, in der Spotlight-Stunde und vielleicht noch eine kleine Trade-Session im Anschluss beim Stream mit dem Hannes. Vielleicht auch im Stream. Entweder machen wir da einen extra Stream oder wir machen beides im selben Stream. Muss ich mir noch überlegen, wie wir das machen. Ich lasse euch einfach entscheiden. Ich frage euch in einer Umfrage nachher. Ihr lasst mich das wissen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.